Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir werden heute über den Unterschied zwischen Push- und Pull-Marketing sprechen. Was genau das ist und was du für dein Produkt nutzen solltest, wirst du hier erfahren. Gib uns gerne schon mal ein Like und ein Abo und dann sehen wir uns gleich in diesem Video. So, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nico Becker. Ich habe heute wieder meinen Kollegen, den Saad, mitgebracht. Und wie gerade besprochen, werden wir heute über das Thema Push- und Pull-Marketing sprechen. Also erstmal zur Begriffserklärung, was genau ist das? Auf welchen Plattformen kannst du was verwenden und ja, was ist für dein Produkt letzten Endes der sinnvollere Weg, was solltest du benutzen? Also, kommen wir erstmal zur Begriffserklärung. Im Grunde genommen ist es relativ simpel, man übersetzt das Ganze einfach ins Deutsche. Push-Marketing heißt quasi ja, drücken, ich setze dem Nutzer quasi was vor. Pull-Marketing heißt ziehen, das heißt, ich ziehe den Kunden in meine Kategorie an Produkten rein. Das heißt, wenn man jetzt darüber spricht, okay, welche Plattform kommt dafür in Frage, ist es erstmal relativ simpel. Auf einer Suchplattform wie zum Beispiel Google oder YouTube, da ist es natürlich dann das entsprechende Pull-Marketing. Auf einer Plattform wie Facebook oder Instagram ist es Push-Marketing. Aber zu den Plattformen selber kann der Kollege noch ein bisschen mehr sagen. Ja, generell muss man natürlich immer unterscheiden, wie du schon eben gesagt hast. Also bei Facebook versuchen wir unterbewusst auch Werbung, also Interesse zu wecken. Das heißt, wenn jemand auf Facebook, Instagram unterwegs ist, dann ist das generell so, dass du, oder TikTok auch, dass du unterwegs bist und in diesem Moment gerade vielleicht gar nicht die Absicht hast, etwas zu kaufen oder überhaupt Interesse für etwas zu wecken. Ja. Aber bei Facebook und so weiter versuchen wir zum Beispiel auch für unsere Kunden unterbewusst Interesse zu wecken. Das heißt, dass die in ihrem normalen Scrollen oder in ihrer Suche oder ganz normal, wie sie unterwegs sind auf den Stories, dass dort dann die Anzeigen erscheinen und dadurch unterbewusst Interesse an einem Produkt oder an einer Dienstleistung entsteht. Ja? Das heißt, in dem Moment ist er sich einfach nicht bewusst, dass er vielleicht etwas sucht. Das wird über die Interessen und so weiter im Hintergrund gemacht. Und bei Google oder YouTube, wie du schon gesagt hast, ist es so, dass der Endnutzer proaktiv, also wirklich etwas sucht, was er braucht. Ja? Wenn er jetzt auf Google sagt und sagt, ich will ein Terrassendach, dann sucht er ja proaktiv. Dann weiß er schon ungefähr, was er haben will. Und das ist so eigentlich der größte Unterschied zwischen den beiden. Wunderbar. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, beziehungsweise interessiert dich vielleicht die Frage, gut, alles schön und gut, also Theorie, sei mal eine Sache, was soll ich jetzt für mich überhaupt nutzen? Also ist auch eine Frage, die wir jeden Tag eigentlich mit unseren Kunden besprechen. Du weißt ja mit Sicherheit aus den Videos, dass wir hauptsächlich zum großen Teil Facebook- und Instagram-Werbung machen, weil es für die meisten Produkte einfach sinnvoll ist. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was nutze ich für welches Produkt, für welche Dienstleistung? Und da gibt es natürlich keine Schwarz-Weiß-Antwort. Also wir empfehlen logischerweise immer, mehrere Kanäle am Ende des Tages auch zu bespielen. Aber gerade wenn du das erste Mal jetzt Werbung machst, da gibt es so ein paar Kategorien, wo man eigentlich relativ schnell drauf kommen kann, okay, was sollte ich jetzt machen? Und die erste Frage, die man sich meiner Meinung nach stellen sollte, ist, ob mein Produkt überhaupt schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Weil, das haben wir auch schon mal erklärt in dem Video, du bist bei Google limitiert durch das Suchvolumen, was dein Produkt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel ins Jahr 2020 zurückspringen und wir denken an Lamellendächer, die gab es noch nicht wirklich. So, da gab es eine Handvoll Anbieter, die das gemacht haben. Das war mehr oder weniger noch ein Testprojekt. War aber eine Sache, die wunderbar auf Facebook funktioniert hat, weil da kannst du die Leute halt auf so ein Produkt aufmerksam machen. Ist eigentlich ganz, ganz simpel. Und bei Google wurde das halt noch gar nicht gesucht. Und deswegen vielleicht die erste Frage für dich, die du stellen solltest. Ist mein Produkt schon in Anführungsstrichen bekannt? Gibt es das? Küche kennt man, Terrassendächer kennt man. Ja, aber wenn du jetzt sowas hast wie ein Lamellendach oder jetzt ja, 2023 Solardächer, ist auch so eine Sache, die jetzt gerade kommt, dann ist es natürlich eine Sache, die vielleicht besser über Facebook geht. Also wie gesagt, wenn das Produkt bekannt ist, kann es über Google funktionieren. Unbekanntere Sachen eher über Facebook bzw. Push-Marketing. Die zweite Frage, die du dir stellen musst, ist, wie schnell braucht letzten Endes mein Endkunde seine Lösung? Das heißt, du hast natürlich bei Facebook weniger die Möglichkeit, wenn es jetzt ein Produkt gibt oder eine Dienstleistung, die jetzt sofort gegeben sein muss, hast du weniger die Möglichkeit, diesen Zeitpunkt abzupassen. Ganz einfaches Beispiel, Schimmelsanierung. Wenn ich Schimmel in der Wohnung habe, dann setze ich mich nicht daneben und warte, bis ich eine Facebook-Werbung sehe, sondern ich fange an zu googeln. Das heißt, für dich ist die Frage auch ganz entscheidend, muss meine Dienstleistung sofort erbracht werden oder muss sie schnell erbracht werden? Gibt es so, ja, ich sag mal, den ganz spezifischen Auslöser, der die Suche jetzt quasi anregt. Das hast du natürlich bei Schimmelsanierung relativ schnell. So beim Terrassendach weiß ich, wenn ich das jetzt in Auftrag gebe, dann habe ich das halt in ein paar Monaten erst. Und ja, mit den beiden Überlegungen kommst du eigentlich relativ schnell dazu, was für dich sinnvoll ist und kommst auch meistens, wie gesagt, zum Push-Marketing. Deswegen machen wir halt Facebook und Instagram. Und ja, das ist so mehr oder weniger die Erklärung dafür. Wenn man das Ganze vielleicht vermischt, ist natürlich, wenn dein Produkt sowohl einen informativen Teil hat, aber auch, wo jeder weiß, das Produkt gibt es. Nehmen wir mal als Beispiel die Solaranlage. Ja. Funktioniert auf beiden, auf Google auch, weil jeder sich
Jahr 2023 schon damit so ein bisschen befasst hat. Was ist eine Solaranlage? Jetzt gibt es aber ein neues Gesetz, ja. 2023, die Mehrwertsteuer, die ist quasi geschenkt jetzt auf alle, wer jetzt eine PV-Anlage installieren will. Und das kann man dann natürlich auch mischen. Also wenn man dein Produkt suchen will auf Google, findet man die Photovoltaikanlage. Aber du kannst auf Facebook und so weiter unterbewusst suchen, also den Leuten mitteilen, hey, es gibt eine Änderung, das Gesetz hat sich geändert und die 19%, die sind neu. Das heißt, du kannst die Kombination der beiden Werbeplattformen nutzen und sagen, okay, es ist jetzt genau jetzt der richtige Zeitpunkt, vielleicht einzusteigen in die Photovoltaik. Also eigentlich ist das, wie du merkst, man kann so, so oder man geht gemischt vor. Letztendlich ist das eine Strategie, die wir auch immer wieder anwenden, mit jedem Kunden verschieden. Das heißt, die perfekte Lösung wirst du nicht finden, aber dazu ja, lernst du auch mehr auf unserer Homepage und über uns natürlich. Wenn du also da ein bisschen Beratung brauchst, wie du da vorgehen sollst, dann wende dich natürlich an uns. Wunderbar, dann viel Spaß und ja, bei den weiteren Videos bis zum nächsten Mal. Ciao.